Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und wir müssen jetzt langsam mal schleunigst aus dieser Höhle hier rauskommen, denn sonderlich viele Attacken haben wir nicht mehr übrig mit Bisasam. Ist natürlich der Nachteil davon, dass wir nur mit Bisasam die ganze Zeit spielen und auch das einzige Pokémon ist, das irgendwie so ein bisschen mit den anderen mithalten kann, denn ich glaube ansonsten haben wir maximal Level 8 Pokémon. Und jetzt sind wir doch tatsächlich hier draußen auf der Route 4 Mondberg Azuria City und müssen jetzt hier wirklich versuchen, in keinen Kampf mehr zu geraten. Denn ansonsten werden wir den wahrscheinlich verlieren. Und da oben ist ein Pokéball. Ich hoffe, da oben ist kein Poketrainer. Nehmen wir mal schnell mit. Paluten findet Brüller. Okay, kenne ich jetzt persönlich auch nicht. Und das Gras da unten ist wieder ziemlich verlockend, aber wir müssen einfach irgendwie nach Azuria City kommen. Und ich hoffe mal, das ist jetzt hier wirklich der richtige Weg. Sieht auf... Jawoll! Perfekt. Und hier wird uns jetzt doch hoffentlich niemand mehr herausfordern. Gehen wir mal hier schnell rein. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deinen Pokémon. Ja, die Chose kennen wir mittlerweile. Die muss ich, glaube ich, auch nicht mehr vorlesen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Jawohl. Und dann werden wir, glaube ich, nochmal... Da vorne gab es ja noch ein paar Trainer. Die werden wir auf jeden Fall herausfordern. Sofern das überhaupt möglich ist. Weil hier ging es ja auch nochmal Richtung Süden. Wir gucken mal, was hier sich so für Pokémon verstecken. Das sind altbekannte. Hier mit Ratzfratz. Gerade mal Level 8. Den Kampf werden wir auch auf jeden Fall abbrechen. Ich bin jetzt gerade nicht so geil darauf zu kämpfen, zumindest gegen wilde Pokémon. Ah, also wilde Pokémon, die wir bereits kennen. Und Habitak haben wir auch schon bereits gefangen. Wir werden uns aber natürlich wieder zurückziehen. Du bist entkommen. Und in den Kommentaren habe ich auch gelesen, dass das auch den Initiativwert beeinflusst. Also je nachdem, wie viel man davon hat. Und wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Bin ich hier gerade zu doof? Komme ich hier nicht mehr hoch? Ging es hier noch weiter nach links? Scheinbar nicht, oder? Ist gerade... Oh, Rettern. Ah, Rettern möchte ich auch nicht unbedingt fangen. Obwohl, wir nehmen einfach mal einen Tackle, sofern er jetzt hier gleich nicht dabei schon stirbt. Doch, tut er. Da ist der Levelunterschied mittlerweile einfach viel zu groß. Wir bekommen hier nochmal ein paar EP-Punkte. Aber hier kommen wir tatsächlich nicht mehr hier hoch. Das ist ja richtig... Ist ja richtig schlimm. Das nervt mich gerade auch ein bisschen. Vielleicht kommen wir irgendwie da vorne. Also von oben. Moment, wir gehen mal schnell hier hoch. Oh, Gary. Gary, hi Paluten. Du bist also immer noch unterwegs. Mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue, starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast. Ja, das wird auch sicherlich sehr interessant werden jetzt. Ich hoffe mal, er hat nicht allzu viele dabei. 4 Stück. Tauboga. Und Tauboga werden wir... Oh, Level 17. Ist gerade mal 4 Level unter unserem. Ich werde einfach mal Egelsamen platzieren. Nee, wir nehmen Schlafpuder. Das war ja bis dato immer richtig, richtig effektiv. Genau, und dann werden wir sofort danach Egelsamen setzen und dann ihn versuchen mit Tackle fertig zu machen. Das wird auf jeden Fall auch gut... Oh, Tauboga ist ausgewichen. Oh, das kann doch nicht sein. Na, okay, er hat wahrscheinlich einen ziemlich hohen Initiativwert. Nee, Moment, das beeinflusst das ja gar nicht. Aber egal. Ich hoffe mal, dass Egelsamen jetzt auf jeden Fall trifft. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt wird er bestimmt aufwachen. Nee, es schläft immer noch. Also ich muss schon sagen, dieses Schlafpuder... Oh, ah nee, das ist einfach nur unser Egelsamen. Ist schon eine ziemlich mächtige Attacke. Das muss man ja schon mal so sagen. Und dann werden wir wieder den Tackle ansetzen. Unsere Lieblingsattacke. Jetzt ist Tauboga aufgewacht. Und ich weiß auch gar nicht, wie effektiv Rankenhieb gegen Tauboga war. Könntest du einfach nochmal probieren? Ja, ich glaube, das war nicht sehr effektiv. Also wir haben ja einmal gegen Taubsi gekämpft. Nee, ist nicht sehr effektiv. Jetzt kriegen wir hier einen Windstoß ab. Der... Wow. Oh, das ist auch noch sehr effektiv. Das ist jetzt wirklich nicht gerade so toll. Vielleicht kriegen wir jetzt hier ja mit Tackle einen Volltreffer hin. Ah, ich hätte auch Schlafpuder einsetzen können. Komm schon. Nein!
bitte nicht... Ah, wieder ein Windstoß. Jetzt kriegen wir es hier aber ordentlich. Wir haben schon fast die Hälfte unserer AP verloren. Da kann jetzt Egelsamen auch nicht mehr viel richten. Oh! Ja, Egelsamen konnte da doch wohl sehr was richten. Und zwar ihm den letzten Rest zu geben. 411 Erfahrungspunkte. Perfekt, Level 22. Oh, Rasierblatt. Aber wir können nicht mehr als 4 Attacken. Ach, das ist jetzt schwer. Ich sag mal ja. Denn ich habe ja auch die ganze Zeit immer nicht auf diesen Stärkewert geachtet. Und zwar Rasierblatt hat einen Stärkewert von 55. Hohe Volltrefferquote. Und Rankenhieb hat... Genauigkeit ist 95. Also ich würde sagen, dass wir doch da Rankenhieb gegen Rasierblatt tauschen, oder nicht? Also das ist die einzig logische Konsequenz für mich. Auch wenn Rankenhieb eine Genauigkeit von 100 hat. Aber Rasierblatt, was hat denn Tackle für eine Genauigkeit? Auch 95. Ich muss einfach sagen, Rasierblatt klingt da wesentlich besser. Egelsamen hat mir manchmal schon so ein bisschen den Arsch gerettet. In dem Sinne, dass ich dann noch ein bisschen AP regeneriert habe. Aber letztlich ist es ja sowieso meine Entscheidung, was ich hier rein und was ich rausnehme. Deshalb werden wir jetzt Rankenhieb austauschen. Schwupps, dieser Knosp hat Rankenhieb vergessen. Okay, dann werden wir doch gleich mal testen, wie Rasierblatt hier loslegt. Oh, Glumanda. Nein, wir wollen nicht das Pokémon wechseln. Wieder ein bisschen verklickt. Hat sich noch gar nicht weiterentwickelt, das süße Glumanda. Und dann testen wir jetzt ausnahmsweise mal unser Rasierblatt. Oh, jetzt ist sie... hat doch eine Genauigkeit von 95. Das gibt's ja nicht. Oh, stimmt. Das habe ich ja völlig vergessen, dass das extrem effektiv ist gegen mich. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ich habe auch kaum Pokémon, die dagegen halten können. Level 7, Level 8. Oh Mann, und vor allen Dingen die meisten sind auch Pflanzen-Pokémon. Ich werde einfach den Weg wählen. Ich werde die als Puffer benutzen. Und zwar als erstes Mankey. Sodass wir dann, Bisasknosp wieder mit ein paar Tränken heilen werden. Und Glut sollte ja gegen Mankey jetzt nicht so effektiv sein. Okay, da sind schon 11 Level Unterschied. Jetzt haben wir natürlich ein extrem großes Problem. Ratzfratz auch 22, dann ist Habitat noch das Pokémon mit den meisten HP. Und genau, jetzt können wir in den Beutel greifen und den Trank benutzen, um ihn dann Bisasknosp zu geben. Ich glaube, ich habe Bisasknosp eben auch nochmal Bisasam genannt. So, jetzt wird Glumanda wieder Glut einsetzen. Und finisht unser Habitak. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch eine Sache zum Heilen. Deshalb werden wir jetzt nochmal Ratzfratz opfern. Genau, Beutel. Und dann wieder einen Trank für Bisasknosp. Weil wir müssen irgendwie versuchen, also, da geht kein Weg dran vorbei. Wieder Glut. Ich brauche mehr Pokémon, damit irgendwann die AP von Glut weg ist. Aber jetzt werden wir letztlich Bisasknosp einsetzen müssen. Obwohl, vielleicht ist es... Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn die AP von Glut? Aber er hat sie doch bestimmt noch keine 10-mal eingesetzt. Es geht einfach keinen Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt... Wir müssen das jetzt einfach probieren. Das bringt nichts. Wir senden Bisasknosp aus. Oh, was mache ich denn da? Wieso benutze ich denn nicht Schlafpuder? Oh, ich Idiot. Komm schon. Schlafglumanda. Jawoll. Wieso? Ich verstehe nicht, dass ich auf diese Taktik nicht gekommen bin. Ich meine, vorhin meinte ich das doch sogar noch. Schlafpuder ist extrem stark. So, jetzt setzen wir Rasierblatt ein. Bitte sei effektiv gegen Glumanda. Oder zumindest, trifft zumindest. Jawoll, Volltreffer. Ist nicht sehr effektiv, aber der Volltreffer hat's gebracht. Und Glumanda schläft noch tief und fest. Das bringt uns jetzt hier einen großen Vorteil. Und ob ich nun Tackle oder Rasierblatt einsetze, ist ja egal. Die haben die gleiche Wahrscheinlichkeit zu treffen. Und Rasierblatt macht dann doch da mehr Schaden. Komm schon. Nein! Oh.
ist aufgewacht. Jetzt haben wir das große Problem, dass er wieder Glut einsetzt. Komm schon. Wow, Glück gehabt. Sonst dieses Mal nicht ganz so viel HP abgezogen. Und der Rasierblatt, das muss treffen. Und das muss Glumanda auch außer Gefecht setzen. Jawohl, Volltreffer. Und Glumanda hat es dahin gerafft. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass Gary keine Feuer-Pokémon dabei hat, sondern vielleicht ein kleines Kleinstein oder so. Abra hat er. Nee, wir werden das Pokémon nicht wechseln. Wir werden sofort wieder Schlafpuder einsetzen. So, genau, Schlafpuder. Schlaf, Abra, Schlaf. Ist eingeschlafen. Top. Genau, und dann sofort Rasierblatt hinterher. Oh, ein schöner Treffer. Da können wir, glaube ich, auch gleich einfach nur Tackle einsetzen. Das sollte dann auch ihm den Rest geben. Perfekt. Wow, da haben wir das Ganze ja doch nochmal ein bisschen zu unseren Gunsten gedreht. Viele von euch dachten sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, Mensch, Junge, Schlafpuder, Schlafpuder. Ah, naja, muss man auch erstmal drauf kommen. Jetzt haben wir nur noch Ratzfratz als Gegner. Und ich denke, das wird eine lösbare Aufgabe sein. Vor allen Dingen mit Schlafpuder. Level 15. Oh, er kämpft mit Ruckzuckhieb, aber Schlafpuder wird jetzt Ratzfratz ins Reich der Träume schicken. Und wir werden ihn mit Rasierblatt bearbeiten. Obwohl, ich hätte vielleicht eher Egelsamen einsetzen sollen. Weil unsere AP ist auch nicht mehr die beste. Wow. War das auch ein Volltreffer? Aber egal, wurde besiegt. Bisaknosp erhält ordentlich Erfahrungspunkte. Und wir haben Rivale Gary tatsächlich noch besiegt. Schon gut, du hast gewonnen. Paluten gewinnt 288 Poké-Dollar. Dieser geizige Gary. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach es gut. Yo, hau rein, Gary. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt kommt er nochmal wieder. Ach ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du mühst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun und schenke dir das. Ruhmesdatei. Ein redseliges Plappermaul wie du ist wie für dich geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Ja, Gary, du bist wie immer ein ziemlicher Sympath. Und dann werden wir doch jetzt einfach mal in unseren Beutel gucken. Denn ich weiß gar nicht, was das ist. Ruhmesdatei. Ein Gerät, das dir Infos über wichtige Personen, die dir begegnen, sind ins Gedächtnis ruft. Achso, da können wir hier so ein bisschen Rocco, Bill. Nun gut, ist jetzt nicht so spannend. Ist aber jetzt aber auch neu. Also das kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Und wo geht's denn jetzt hier hin? Oh, nee, wir wollen in Azuria City bleiben. Und vor allen Dingen wollen wir jetzt ganz schnell mal ins Poké-Center gehen, um dort unsere Pokémon wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Denn das war ja wirklich ein ziemlich anstrengender Kampf. Deine Pokémon sind wieder topfit. Hört sich doch gut an. Vor allem jetzt auch hier drinnen im Pokémon-Center wird sicherlich nichts Spannendes los sein. Und das hier wird die Pokémon-Arena sein. Da unten ist ein Markt. Wir können ja hier einfach mal mit dem Typen sprechen. Du bist da auch ein Trainer? Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht mehr so leicht. Ja, ich möchte jetzt noch nicht unbedingt in die Arena gehen. Erstmal nochmal so ein bisschen hier gucken. Vor allen Dingen der Typ hier rechts, der Polizist. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Das ist kein gutes Zeugnis für die Polizei. So, was haben wir denn noch hier? Ach, hier kann man sich ein Fahrrad kaufen. Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Aber dafür haben wir doch unsere Turbo-Treter, oder nicht? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Ja, das ist ein bisschen teuer. Nein, danke. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann sicherlich eins geschenkt bekommen. Das ist ja abstrus teuer.
So, was erzählt? Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, da sagst du was. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Meine Oma hatte auch immer ein Hollandbike. Nur zur Info. Für alle da draußen, die meine Oma kennen und die Information sehr nützlich fanden. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ja, das ist nicht so schlau. Oh, wie hieß du denn nochmal? Ja, Lamus. Lamus, schlag zu. Oh nein, wieder nicht. Herrlich. Und können wir denn hier in dem Pokémon Center schon die nächsten Pokebälle kaufen? Pokéball, Supertrank, normaler Trank. Nach Adam Riese ist das, ist dieser Trank auf jeden Fall die bessere Investition. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mal 2 Stück davon kaufen. Man weiß ja nie. Vor allen Dingen, wenn wir auch gleich noch gegen Misty kämpfen, ist das auf jeden Fall eine gute Investition. Pokebälle haben wir aber auf jeden Fall noch genug. Und ansonsten gibt es ja auch nichts Neues. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nee, danke. Wir verziehen uns dann mal wieder. Hier in dieses Haus können wir auch noch mal kurz rein. Was haben Sie zu erzählen? Seufz, zu viel Zeit und zu wenig zu tun. Passiert nirgendwo etwas, das mich unterhalten könnte? Dann guck doch einfach mal gleich zu, wie wir in der Arena kämpfen. Das steht hier unten. Tipps für Trainer. Ach Gott. Einem Pokémon kann ein Item zum Halten gegeben werden. Manche Items können sogar vom Pokémon im Kampf eingesetzt werden. Völlig verrückt. Und dann treten wir doch mal hier ein in die Arena von Azuria City. Hey, warte, du Champion in spe. Ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arenaleiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürften sich auch als nützlich erweisen. Und ich denke mal, hier werde ich mal kurz pausieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann werden wir gegen Misty kämpfen und da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Haut rein, bis denn!